Die Handlungsschnelligkeit von Dortmund ist außergewöhnlich. Und die individuelle Fähigkeit. Dieses Tempo und die individuelle Qualität, gerade von Sancho oder Reina oder Hazard, muss natürlich schauen, dass sie nicht ins Tempo kommen. Da muss aber sehr wach sein, dass wenn sie sich lösen, dass du dann da bist. Ich habe gegen Paderborn auch in der zweiten Halbzeit genügend Torchancen gehabt. Wir haben zu wenig Abschlusssituationen, die uns einen Erfolg bringen im Moment. Also in zu wenig Abschlusssituationen sind wir, dass wir es richtig gut machen. Dass jeder nicht nur die Aufgabe hat, gegen seinen Mann zu spielen, sondern insbesondere auch die Aufgabe hat, in der Wahrnehmung, in der Wachheit, den anderen zu schützen und so zu lauern, dass wenn einer ausgespielt wird, aber der Gegner zum Beispiel den Ball dann ein bisschen zu weit vorschlägt, dass wir dann da sind. Und auch mit der nötigen Härte. Härte meine ich faire Härte. Körperliche Präsenz. Wenn Sie jetzt siehst, wer kommt bei Dortmund bei den Standardsituationen, jetzt gehen Sie mal die Spieler durch von Borussia Dortmund bei den Standardsituationen. Zagadou, Hummels, Witzel, Emre Can, Haaland, einen habe ich bestimmt noch vergessen, Piszczek. Ja. So. Und das ist genau das, was ich sage zu den Spielern auch. Jeder einzelne Spieler, die körperlich, von der Körperlichkeit kommen, da haben wir nicht so viel, und die nicht von der Körperlichkeit kommen, müssen alles tun, damit wir diese Defizite bzw. die Überlegenheit vom Gegner körperlich, das ist nämlich nächste Woche genau das gleiche wieder gegen Union Berlin, auffangen. Wenn Spieler nicht zu 100% die Wachheit haben und dieses ich gebe alles und wenn ich zweimal überrollt werde, ist egal, ich stehe das dritte Mal auf und bin wieder da, dann wird es schwierig. Weil alles spielerisch lösen können wir nicht. Wir hatten eine Phase jetzt, wo wir gut drauf waren, dann hatten wir eine gute Effizienz, wir hatten ja auch ein paar Mal eine richtig gute Effizienz, hatten wir weniger Torchancen als gegen Düsseldorf, haben wir 3 Tore geschossen. Aber wenn diese Bereitschaft nicht zu 100% da ist, auch bei den Spielern, die sich über Spielerische definieren, oder diese unbedingte Wille, ist eine grundsätzliche Bereitschaft, die schon da, aber dieser, dann wird es schwierig.